Hallihallo und herzlich willkommen, hier ist der Igel und ich spiele Super Metroid. Das ist wahr. Nein, das ist kein Scherz. Ich spiele wirklich Super Metroid und es wird in einem, naja, wie gesagt, vorm Endgame, das letzte Ding. Das Ding heißt Spring Ball, hatten wir ja gesehen. Für die Leute, die jetzt nicht so gut in Englisch sind oder sowas, Spring heißt jetzt nicht springen, sondern eher federn. Und, jetzt weiß ich nicht, ob ich zuerst nach links und nach rechts soll, das ist ja auch egal. Aber irgendwie weiß ich nicht, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das nochmal zu sagen, weil ich habe darüber nicht nachgedacht, aber so, bevor dann nach einer... Weißt du, es wäre im Deutschen sogar gegangen, die hätten einfach gesagt, Springball, das passt schon. Aber, nee, das machen wir nicht. Ist aber auch wurscht, wir gucken uns jetzt erstmal dieses völlige Apokalypsen-Szenario hier an. Denn das ist das, was uns jetzt erwartet. Und, Erstmal alles weg. Dann, ui, guck an. Da haben wir einen. Den nehmen wir mit. Und der ist golden, oder? Naja, keine Ahnung. Er ist so... Ja, ein bisschen blass sieht er schon aus wie Gold, ne? Er sagt erstmal... Säureweiche. Ich gehe einfach davon aus, dass Säure ist, weil in Lava kann ich ja laufen. Ja, danke. Kein Ding. Kein Ding, mein Freund. Kein Ding. Super, wie du dich um mich kümmerst. Das ist alles. Der macht einfach nur hier, dass die Lava sinkt und das ist dann seine Aktion gewesen. Was bist du denn für ein Held? Ich dachte, der trägt mich jetzt auch noch runter. Das wäre jetzt irgendwie vernünftig gewesen. Nett und freundlich und so ein Scheiß. Oh, nee. Durchbomben habe ich jetzt keine Lust. Meine Güte. Wenn ich jetzt Schluck aufkriege, dann drehe ich hier durch, weil ich will eigentlich noch nur noch eine Folge aufnehmen heute. Und dann wollte ich eigentlich, keine Ahnung. Oh, mich um meinen eigenen Scheiß kümmern. Batman. Nee, Meta Knight. Das ist der so aus wie Meta Knight, oder nicht? Wie Batman und Meta Knight in einer Person. Was nun? Aha. Das kennen wir doch. Mhm. Ja, das hängt jetzt ab, oder? So. Ja, wenn ihr in diesen Raum kommt und dort reinfallt, dann seid ihr selbst schuld. Ja, bei den linken Weg können wir jetzt gar nicht mehr lang gehen. Aber ich mag diesen Bereich, der gefällt mir irgendwie. Ich finde, der macht Spaß im Mund. Oh, was ist das denn? Ach so. Oh, oh, du lebst ja. Oh mein Gott. Mhm. Jetzt grinst man nicht so behindert, Potzer. Boah, ey, ich schieße jetzt erstmal die Dinger hier rein. Als gäbe es kein... Boah, jetzt kannst du vielleicht mal auf den schießen? Boah, ich treffe ihn aber auch nur mit jedem zweiten Schuss oder dritten Schuss. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht mal. Du Pisser, ich mag dich nicht. Und du siehst auch gar nicht mehr golden aus. Du siehst, bist gar kein Goldjunge. Du bist ein behindertes Arschloch. So, das ist nämlich alles, was du bist. So. So, kannst du... Wieso? Wieso dreht er sich immer so blöd hin? Weil es ihn interessiert. So, naja, dann nehmen wir mal die Waffen weg. Ich will aber nicht, dass er mich noch killt. Aber mit dem Laserbeam, Laserbeam, sag ich schon, dem Plasmabeam treffe ich ihn auch jederzeit, wenn ich denn in die richtige Richtung schießen würde. Ich meine, es gibt ja nur zwei richtige Richtungen, also zwei Richtungen. Und eine davon müsste ich ja nur schießen. Wahrscheinlich wäre es sowieso besser gewesen, meine Raketen nicht für diesen Idioten zu verballern. Weil ich glaube, mittlerweile mit dem Plasmabeam bin ich sowieso deutlich stärker als mit dem behinderten anderen Scheiß da. Naja, whatever. Nee, da oben ist was. Da ist was. Mhm. Hahaha. Hahaha. So, ja. Da hat mir der gar nichts gebracht, weil das hätte ich auch so hingekriegt. Aber, Super Missiles. Werden jetzt wieder voll aufgefüllt oder so? Wäre voll cool. Ja. Reicht. Nee, ich krieg noch 5. Na gut. Aber wir haben auf jeden Fall wieder ein paar mehr. Ja, hab sehr, sehr viel Schaden genommen, ich weiß. Aber ich kriege jetzt natürlich auch die Screw Attack. Oh yes, die Screw Attack. Und das ist nun mal absolut das Geilste, was es in diesem Spiel gibt.
Und ich dachte eigentlich, dass ich die erst später bekomme, aber tue ich anscheinend nicht. Erst den oder erst den anderen? Ist da oben auch noch Screw Attack? Jetzt kann ich nicht nur Space Jumpen, sondern in der Attacke bin ich auch tödlich. Jetzt weiß ich nur nicht. Ich wollte es eigentlich nur so machen, dann kann mir gar keiner mehr was. Das ist natürlich extrem cool. Aber ich weiß jetzt gar nicht. Weil da unten war ja auch noch ein Weg. Aber ich weiß nicht, ob die zum Endboss führt oder die andere. Ich denke mal, der hier führt zum Endboss. Und deswegen nehmen wir zuerst den anderen Weg. Weil ich müsste mich ja eigentlich auch nochmal heilen oder so ein Scheiß, weil es wäre echt praktisch. Wow, naja, gut. Wir können jetzt nicht nur überall hin, sonst zerstören auch dabei auch noch alles. Ach, guck an. Ja. Ja, ich denke mal, ich hätte auch erst nach rechts gehen können bei dem anderen Weg, weil den habe ich jetzt nämlich überhaupt nicht gegangen, den Weg. Bin ich überhaupt nicht gegangen, den Weg. Das wäre vielleicht besseres Deutsch. Ja, jetzt ist mir gerade schon wieder das Spiel. Es minimiert sich manchmal einfach. Das ist, keine Ahnung, irgendeine Windows-Krankheit, die man sich nach einer Weile einfängt. Und ich bin mir nicht sicher, woran das jetzt genau liegt. Aber es passiert. So, auf jeden Fall wird jetzt auch erstmal richtig schön ausgetestet, was dieses Crew Attack kann. Ja, leider sammelt man nicht gleich die Sachen ein, die man kriegt. Das wäre auch noch sehr cool. Naja, so. Aber ich glaube, ich sollte auch diese normale Attacke nicht mehr benutzen. Also, die Raketen nicht mehr benutzen bei Endbossen, meine ich. Okay. Oh, okay, das war schon. So, okay. Ja, genau, mach so einen Scheiß noch. Hä, was ist denn das hier für eine Scheiße? Ach, sowas. Okay. Dann gehen wir erstmal links rein und gucken erstmal, was hier gibt. Hier ist erstmal jetzt jede Menge zu erkunden, obwohl es gar nicht nötig ist. Hä? Das ist doch. Ach, das ist der Weg, wo ich runtergekommen bin. Oh, okay, cool. Joa. Und warum habe ich den jetzt auch immer erst gekriegt? Ich meine, das bringt mir doch gar nichts, wenn ich den anderen Weg jetzt gegangen wäre. Weil ich die Screw Attack dann früher haben können. Nee, das geht ja gar nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Mach ich auch nicht. So, was ist das jetzt da oben? Ist da irgendwas zu finden? Nein, ist nicht. Aber soll ich jetzt da lang gehen oder unten lang? Ich weiß es nicht. Das ist so schwer. Ich weiß es nicht. Nein, Mann, ich verstehe das nicht. Ach. Jetzt dreh dich. Wie er auch genau dann aufhört, wenn ein Gegner kommt, ne? Mit sich drehen. Ja, wie. Boah, jetzt macht er die ganze Zeit diese dummen Jumps, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Okay. Aber was bringt das hier? Nee, hier waren wir schon mal. Hier waren wir nicht. Aber irgendwo führt das jetzt hier hin, wo wir schon mal waren. So, was soll das alles sein? Ja, das war natürlich super. Okay, da hätte man wohl schon hinkommen können. Aha. Hätte man das. Okay. Gut, das muss ich jetzt nicht verstehen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Was hätte mir das gebracht, wenn ich jetzt frühzeitig hier gewesen wäre? Weil ohne Screw Attack, wie gesagt, komme ich hier sowieso nicht an den Endboss ran. Das weiß ich nämlich schon. Und eine Screw Attack wäre, glaube ich, gar nicht rangekommen. Ja, eine vorzeitige Screw Attack wäre natürlich Bombe gewesen damit. Aber das ist ja im Prinzip der Sinn der Sache, dass man die Screw Attack als letztes kriegt. So, nochmal runter. So, und nochmal Bomben und los. Naja, egal. So, jetzt kommt hier die Säure nach oben und ich muss hier möglichst schnell durch. Das funktioniert einfach, indem man hier einfach sich durchscrewt. Jetzt funktioniert auch der Sprung irgendwie besser. Keine Ahnung warum. So. Gar kein Problem. Boah, wie sie mich einfach abfuckt. Jetzt mach deinen scheiß Sprung. Mach deinen Sprung. Oder ich kack dir ins Essen. Meine Güte. Nö, jetzt funktioniert er nicht mehr so gut. Eben gerade hat er noch einmal frei funktioniert. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Die sind jetzt wirklich nur noch gegen Screw Attack
empfindlich. Aber die gar nicht. Ja, das ist natürlich super. So. Und in der Screw Attack ist man übrigens auch unsterblich. Also, man kann nicht verwundet werden, egal ob die schießen oder nicht. In der Screw Attack selbst passiert mir ja nichts. Aber ich... Meine Güte! Aber er macht halt manchmal auch einfach seinen normalen Sprung und dann funktioniert es natürlich alles wieder nicht mehr. Und das ist extrem abgefuckt und nervig. Meine Herren, ey. So. Ah, ne, ja. Ach Gott. Ja, das soll es jetzt sein. Ich renne jetzt hier rein. Ja, was soll hier ist was, ey. Ohne Scheiß. Jetzt darauf gehe, ist was kaputt. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt ist hier nichts oder was? Was soll denn das hier dann? Das ist doch völlig unnötig. Jetzt renne ich den ganzen Scheiß normal runter. Einfach so, weil ich es kann, oder was? Ja, einfach so, weil ich es kann. Beziehungsweise, weil ich so dumm bin und es mache. Wahrscheinlich eher. Oh Gott! Mach doch einfach deinen behinderten Scheißsprung. Nein, das war auch wieder Quatsch. Weil hier ist ja schon... Jetzt kriege ich den ganzen Pissen weg nochmal! Ich glaub's ja nicht. So, und nein. Ach, egal, komm. Einfach runter. Runter. Aha. So, und tschüss. Die Powerbomben wieder eingesammelt. Ja, dann rennen wir den Weg nochmal. Sinn dahinter ist mir auch verborgen geblieben. Aber ist wohl vorhanden. Laut WikiLeaks. Die haben gesagt, nein, der Sinn ist darin wohl schon irgendwie erdacht gewesen. Man hat ihn dann irgendwie vergessen. Und niemand hat ihn wieder rausfinden können. So, jetzt hör auf. So. Nein. Ja, irgendwie... Also, der Space Jump funktioniert, wie gesagt, nur wenn man am Fallen ist. Aber auch nicht immer dann. So, das klappte doch schon mal wesentlich besser. Naja, ist ein bisschen Übung, ne? So, jetzt gehen wir aber nicht nochmal hoch, weil ich erkenne den Sinn dahinter nicht. Mir hat's nichts gebracht und deswegen lassen wir den Quatsch auch. So, jetzt falle ich erstmal. Ja. Ach Gott, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Hör auf mit dem Quatsch. Du kannst auch einfach Space Jumpen, Mann. Nein, er will nicht Space Jumpen. Er ist tot gleich. Er ist gleich tot. Und da kommt jetzt die Auto-Heal. Das bringt mir nichts. Das bringt mir gar nichts. Jetzt. Nein, das war's. Das war's. Das war's. Naja, das war's. Jetzt war's definitiv. Ja, das war's. Tot. Ja, geil. Nee, ist super. Wo habe ich denn das letzte Mal? Mach einfach. Starte einfach. Ja, komm, wer ist der? Ich mach einfach. Zeig mir einfach, wo du bist. Bevor ich runtergefahren bin. Nein. Mhm. So. Okay. Nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Also, tut mir leid. Also, ja, ich weiß, das ist jetzt mal echt Cheaten, aber bevor ich diesen Scheiß hier nochmal alles nochmal neu mache. Also, boah, nur weil er deinen behinderten Scheiß Wave Jump, Space Jump Wixlapp nicht macht. Und ich sag schon wieder Wave Jump. Ich könnte schon wieder reiern, wenn ich das nur sage. Ja, ich hoffe, dass wir hier noch Heilung finden werden. Weil sonst kann ich das nämlich sowieso vergessen. Okay. Will ich hier runter? Will ich hier nicht runter? Das ist die zweite Frage. Oh. Ja. Das ist die Frage, ob ich da wirklich runter will. Eigentlich sollte ich runter wollen, weil da der Endboss ist. Aber kann auch sein, dass es hier so ein Umweg ist. Über den. Ja. Mhm. Ich könnte vielleicht mal Heilungen tragen oder so ein Scheiß. Okay, gucken wir uns das doch mal an.
Nochmal von vorne. Okay. Also. Ist das alles umsonst gewesen? Gut. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter und werde wieder 100 Mal getroffen. Weil das extrem ungünstig ist. So, okay. Ich habe gerade echt schlechte Laune, weil ich schon wieder so fast tot bin. So. Also die Heilung holen wir uns mal. Oh. Ob ich das so wollte? Nein, wollte ich nicht. So auf jeden Fall nicht. So, kann ich bitte das haben, was ich möchte? Ich bin nämlich ein Kind, das seinen Willen kriegt. Okay. Geht's da rechts vielleicht noch rein? Nein, geht's nicht. Gut. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich das jemand schon mal gefunden habe. Ja, das fand ich super. Das war eine geile Idee. Energy Tank. Geil. Werde ich jetzt voll geheilt? Das wäre super. Ja, werde ich. Das ist doch mal eine Idee. Auch wenn ich mich jetzt gerade noch ärgern könnte darüber, dass ich nicht spielen kann, aber immerhin Energy Tank. Und damit haben wir bis auf 3 alle gefunden. Also ich weiß nicht, ob ich noch welche finden werde, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch nie so viele gefunden. Aber war gar nicht so schwer eigentlich. Also, ne? Das war okay. Gar kein Problem. So, ich glaube aber, dass das jetzt hier der richtige Weg ist. Oh Gott. Ja, natürlich ist das der richtige Weg. Wo aber der andere Weg daherkommen soll, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht kommt man da ja nochmal irgendwie hin oder so. Keine Ahnung. Whatever. Mann. Es wird schon stimmen, Alter. Kannst du vielleicht mal verrecken? Wie viel können die denn ab? Ist ja schlimm. Reine Doll ist das jetzt. Gebe ich aber mein ganzes Zeug auf wieder, weißt du? Hast du wieder volle Heilung bekommen? Was machst du? Was mach ich? Ist die Frage. Schmeißt das alles in den Sack. So, hier. Save State. Speicherstand. Brauche ich nämlich nächstes Mal nicht wieder so ein dummes Zeug tun. Naja, whatever. Aber auf jeden Fall hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, wegen so einem Scheiß, der da passiert ist, alles nochmal neu zu machen. Dann machen wir uns den simplen Weg und los geht's. So, finden wir hier trotzdem noch was? Nee. Wow, okay, gut. Ach, ist auch egal, ich glaube, da war sowieso nichts. Wow. Links ist der Ausgang. Da wir den Springjump haben, können wir es sogar ganz einfach machen. Sonst wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Aber ist es nicht. So, oh Mann. So, schießen wir mal volle Sau auf alles, was sich bewegt. Dann kriegen wir es auch hin. So, noch was. Ja, super Bombe. Noch einer, der hier rummeckern möchte. Nein. Oh doch, da links ist noch was. Bevor wir in die Superbombe reinspringen, gehen wir erstmal hier links den Weg noch. Für einen Superbomben. Na super. Ja, wie gesagt, das ist so das Sinnloseste, was man kriegen kann, weil, also ich weiß nicht, so 10 Stück ist schon nett, wenn man ein bisschen Vorrat hat, aber sonst hat man eigentlich auch nie einen Mangel daran. Also beim einen Endboss habe ich sie ja sogar verwendet, aber unbedingt notwendig war es jetzt auch nicht. Also, jetzt habe ich davon halt, weiß ich wie viele, und ich brauche nicht mal die Hälfte. Was machst du da? Okay. Ah, achso, okay. Achso. Der wartet gar nicht auf mich. Ich dachte, er hat auf mich gewartet gehabt, weil ich mich raufgestellt habe. So, und ist da unten noch was? Nö. Trotzdem mal Superbombe. Ich weiß ja nicht, ob es hier manchmal so geheimnisvolle, rausfahrbare Teile gibt. Die gibt es ja auch manchmal. Und die sind ja nicht angezeigt. Wow. Was ist denn mit dir los?
Okay, also gegen Screwtech auch unempfindlich? Nur gegen voll aufgeladenen Beam empfindlich. Okay. In Ordnung. What? Hä? Auch nicht immer, oder was? Weißt du was? Dann lass mich einfach in Frieden. Den Raum durchkreuzen wir mal so. Okay. Da! Jetzt ist er empfindlich. Okay. Okay, ist ja cool. Alles cool. Meine Güte, muss er sich nicht gleich so aufregen. Ist hier irgendwo was? Ich habe jetzt keine Lust, hier alles durchzulaufen. Machen wir es aber mit der Superbombe. Okay. Ist nix. Gut. So einen ähnlichen gab es, glaube ich, auch in Fusion. Also ich erwähne jetzt mittlerweile schon öfter mal Fusion. Aber es ist für mich einfach so der beste Metroid-Teil, den es gibt eigentlich. Deswegen mag ich ihn. Und deswegen erwähne ich ihn. Ich will ihn ja nicht erwähnen. Nicht wahr? Ne revoir? Okay, whatever. So. Oh. Oh, guck an. Wow. Ja, genau, schmeiß ich da rein. Ja, komm. Mhm. Mach Maul auf, so. Was ich da für eine Scheiße mache, ey. So, aber vom Endboss mache ich Pause, nicht wahr? So, Jungs. Hier findet der nächste Endboss-Kampf statt. Und hier werde ich auch diese Folge beenden. Wie spät ist es dann jetzt geworden? Joa, lang genug. Einwandfreie Folge. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.